Oh Mann, ich glaube, wir müssen uns hier jetzt ein bisschen taktisch fortbewegen und so Soldaten wie ihn hier ganz, ganz einfach ausschalten. Ach, den Dolch wollt ihr finden. Da müsstet ihr auch gleichzeitig Nathan Drake finden. Oh. Was für ein Zufall. Vollkommener Blödsinn. Oh. Lass die nicht entkommen. So. Taktisch gut eingesetzt, auch wenn recht gefährlich. Ne, die M4 und die Pistole war richtig. So. Ja, da hat Nathan nicht das gemacht, was er machen sollte. Nein, hier wird gar nichts gefunden. So, wo sind die jetzt? Ich darf jetzt die Übersicht nicht verlieren. Den haben wir runtergeschubst. Nein, die will ich nicht haben. Von wo kommen jetzt die Gegner? Das ist die große Frage. Das sieht ja alles ganz sauber aus. So. Okay. Von wo? Aua. Ja, du sagst es, das ist echt hier ohne. Granate runter. Komm schon. So. Meine Güte. Einmal ausweichen und einmal weg mit dir. So. Na, wo seid ihr? Ein großer Abenteuerspielplatz. Oh. Oh Mann, das sind aber echt viele. Nein! Nein, Mann! Da solltest du nicht hingehen. Oh Mann. So. Okay. Okay. Die Desert.
scheint ähnlich effektiv zu sein wie der Revolver. Und vor allen Dingen auch von den Gegnern in Benutzung. Da habe ich gerade definitiv die Desert beim Gegner gehört. Wow. Okay. Jagt ihn raus. Nix da. Eine Kugel habe ich noch. Jetzt nicht mehr. Hatte der eine Desert? Nein. Robustes Kerlchen. Boah, das war gut. Ach so. Was machst du denn? Mann. So. Das kann nützlich sein. Wow. Boah. Das war's aber jetzt, oder? Viel mehr machen wir den Nerven aber auch nicht mehr mit. Wir nehmen mal die Fall mit. Nathan, alles gut. Ich glaube, wir sollten nicht so viele Rollen machen. So, Granate, Fallmunition. Ah, ich glaube, er ist deutlich verwundeter, als ich dachte. Na komm schon, wir schaffen das. So. Drüben kann ich rausklettern. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Oh Mann. Oh Mann. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, dann sollte uns ganz, ganz schnell beeilen. Noch so ein Gefecht besteht er, glaube ich, nicht. Autsch. Verdammt, ist das kalt. Ja, ich würde dir gerne Winterklamotten anziehen, aber es passt irgendwie nicht. Wo bin ich hier? Okay. Wie lange war ich weg? Ja. Tung, tung. Danke. Die Tungusche, die Tungusche. Nein, 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 das reicht.
Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Ja lang. Danke. Ja, kira debo imbe. Ja, sure. Schäfer kiran gut desha. Sure. Ko kiran yamde keje shiye gut desha. Verdammt, wo bin ich? Sure. Nien yamde sure. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Wo zum Geier bin ich? Und was zum Geier trage ich hier für Klamotten? Nathan Drake, der tibetisch angehauchte Erkunder. Meine Güte, mal wieder sehr schön gemacht, oder? Und vor allen Dingen haben wir hier mal wieder einen bewohnten Ort. Oder wir haben hier zum ersten Mal einen bewohnten Ort mit Passanten und allem. Naja, ich komme sofort. Warte noch mal kurz. Idyllisch. Und das ist sogar untertrieben. Ich bin begeistert, seht's euch an. Uah. Und natürlich auch ein Schatz. Ah. Der Widderkopf. Tokchak oder so ähnlich. Ah ja. Ich bin echt begeistert. Oh Mann, das Spiel scheint jetzt erst so richtig loszugehen. Erinnert mich alles sehr, sehr an, Far Cry 4. Ganz vorsichtig gesagt. Eben das gleiche Setting rund um den Himalaya. Ich muss mich mal orientieren. Ja, ich würde sagen. Berge? Soweit war ich auch. Das ist aber echt idyllisch und schick gemacht, oder? Muss man sagen. Ja, ja, ich komme ja schon. Ach, die Hühner, wie süß. Oh Mann. Und ohne so einen guten Freund, die wären wir definitiv tot. Was? Boah, sieht das toll aus. Und niemand versteht uns, wirklich niemand. Vielleicht haben wir hier Glück. Okay, richtig klettern können wir nicht. Mal wieder ein Ochse. Ja, okay. Ein kleiner Umweg. Die Jacke gefällt mir aber. Kein Schatz. Nee, wie gesagt, die Jacke gefällt mir. Passt sehr gut hier in diese Klimazone. Und der hackt da Holz. Ja, grüß dich. Sympathischer Kerl. Kommen wir hier nach oben? Ah ja. Nichts versteckt. Gar nichts. Oh, hier geht's rein. Telefon. Verdammt, wo ist das Telefon? Ich glaube, da kannst du lange suchen. Ja, aber ich muss sagen, ich bin selber gerade echt fasziniert. Ich liebe es ja, so Gegenden hier einfach nur zu erkunden. Und dann noch mit einem solchen Setting. Echt Wahnsinn. Eins von den Häusern muss doch Telefon haben. Ah ja.
Buddha-Statue aus Bronze. 24 von 100. Also sind definitiv schwerer zu finden als in Drakes Schicksal. Ich glaube, hier wirst du kein Handy finden. Oh, na bitte. Wollt ihr Ball spielen? Ich glaube, hier gibt es keine Bälle. Oh Mann. Genau das meine ich. Diese Art von Nathan Drake ist das, was ihn so einzigartig macht. Diese extrem Humor, beinahe schon sarkastische Art. Humorvolle und sarkastische Art. Um es genau zu nehmen. Okay. Kein Telefon, kein Handy. Mal schauen, wie wir uns orientieren können. Also es ist auf jeden Fall hier das Himalaya-Gebirge. Die Frage ist nur, wo wir genau sind. Hallo, versteht ihr mich? Hallo, versteht ihr mich? Ding Tinki oder so ähnlich. Ich glaube, die verstehen uns gar nicht. Das wäre es ja nicht für mich den ganzen Tag hier. Ah, ein Radio. Immerhin. Das erste wirklich technische Gerät, das wir hier gefunden haben. Aber auch das hilft nicht wirklich weiter zur Orientierung. Ich sehe euch zwei, aber... Echt super Versteck. Das hier scheint eine Art Marktplatz oder Versammlungsort zu sein. Wo man überall diese riesigen Ochsen. Da geht's echt verdammt weit runter. Okay, wir scheinen unser Zielort erreicht zu haben. War dann Schatz? Ah ja. Klangschale. 25 von 100. Hat aber lange gedauert. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudisha. Ja, ja, Nia Gotsison. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut, gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann,
wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sho. Nyenyam de Sho. Karichason. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du dachtest, ich denke. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Wollen wir das wissen? Bergsteigen. Kapitel 17. Und ich habe so das Gefühl, als hätte das Spiel gerade erst begonnen. Oh, ist das toll. Oh, ist das toll. Ich hatte ganz kurz Angst, dass das Spiel nach der Zugfahrt enden würde, um ehrlich zu sein. Und bin jetzt gerade richtig, richtig froh, dass wir hier jetzt tatsächlich noch einmal im Himalaya unterwegs sind. Meine Güte, wie genial war das bitte. Okay, also eine weitere Expedition, die schon mal nach Shambhala gesucht hat. Nach Shangri-La. Und ebenfalls, ja. Was heißt ebenfalls? Und gescheitert ist? Okay. Interessant. Und darin soll der Rest der Expedition zu finden sein. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und vor allen Dingen, inwiefern wir, ja, jetzt davon überzeugt werden, weiterzumachen. Ihr habt ja gesehen, Nathan hat langsam die Schnauze voll von seiner Heldenrolle und von dem ständigen Hinfallen und, ja, man muss ja schon sagen, er hat ja schon eine Menge Mist mitgemacht, oder? Das hat in Nepal angefangen und endet jetzt hier mit der Zugkatastrophe schlechthin, dann wandert er frierend und dünn gekleidet quer durch das Himalaya-Gebirge, wacht jetzt an einem unbekannten Ort auf, mit Leuten, die ihn nicht verstehen, trifft dann Elena wieder, Gott sei Dank übrigens. Also, schon verrückt, oder? Der arme Nathan Drake. Aber ich würde sagen, bei seinem auf jeden Fall größten Abenteuer, oder? Die Suche nach Eldorado war schon was Besonderes, aber ich glaube, das hier ist schon ein bisschen mehr, oder? Naja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Wir wollen Nathan Drake überzeugen. Ich denke mal, ihr wollt auch, dass er weiter, ja, nach Shambhala sucht und vor allen Dingen Lazarevich aufhält. Und Flynn natürlich. Ja, es kommt noch sehr viel, hoffe ich. Auf jeden Fall hier Bergsteigen beim nächsten Mal bei Uncharted 2 Among Thieves. Ich freue mich drauf und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.